Die Waldbrände in Kalifornien werden immer zerstörerischer. Jetzt hat ein Inferno praktisch einen ganzen Ort ausgelöscht. Es handelt sich um die ehemalige Goldgräberstadt Greenville, ungefähr 200 Kilometer nördlich von der Hauptstadt Sacramento. 75% der Gebäude sind ein Raub der Flammen geworden. Eine wirklich furchtbare Szenerie, die sich hier bietet. Ganz Downtown Greenville ist praktisch abgebrannt, darunter eine Tankstelle, ein Hotel, ein Supermarkt, wie auch weitere öffentliche Gebäude, die jetzt nur mehr glosende Ruinen sind. Es sind wirklich apokalyptische Szenen, die sich hier abspielen. Verantwortlich für die Katastrophe ist das sogenannte Dixie Fire. Das ist eines der größten Waldbrandvorkommnisse in der Geschichte von Kalifornien. Bereits eine Fläche so groß wie das gesamte Stadtgebiet von Los Angeles ist abgebrannt. Immer noch kämpfen Feuerwehren aus dem ganzen Staat gegen das Inferno. Tausende Feuerwehrleute sind hier im Einsatz. Dennoch konnte der Brand bisher nur zu 35% eingedämmt werden. Die Rauchfahnen dieser gigantischen Feuer in Kalifornien wie auch weiter nördlich in Oregon ziehen sich weiterhin quer durch die USA und sorgen für Luftverschmutzungen in Metropolen an der US-Ostküste wie etwa in New York vor einigen Tagen und vor einigen Wochen. Jetzt gibt es Rauchfahnen und düsteren Himmel über Metropolen des mittleren Westens, darunter Chicago. Das Ganze ist natürlich eine Erinnerung, wie schlimm die Brände im Westen der Vereinigten Staaten bereits geworden sind. Und das Schlimmste dabei ist, dass der Höhepunkt der Brandsaison erst bevorsteht. Ungefähr im September und Oktober wird mit den schlimmsten Infernos gerechnet in Kalifornien.